That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Well, listen up. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. And don't you come back. I gotta tell you something. Oh, baby, listen, baby, why you treat me this way? I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so. Oh, yes. I had to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Whoa. Don't you come back no more, no more, no more. Somebody help me. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Well. And don't you come back, hit the road, Jack. And don't you come what back no about? More, no road. More, no more, no are more. Crazy? Hit the road, Jack. They don't and don't know you come back about. No more. Hey, Jack. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back. Dionysia Gravou. Vom Style und vom Acting einfach 10 von 10 Show. Wow, Marc, ja. Wirklich. Ja, danke. Es ist wirklich eine 1 plus mit Sternchen. Ich finde, das ist mal ein Battle, was zusammenpasst. Ich bin immer noch begeistert und weiß ich aber nicht, was ich sagen sollte, irgendwie so, weil das war eine super Performance. Dieses Lied kann man eigentlich nicht mehr hören, aber ihr habt es zum Hören gemacht. James ist für mich einfach die ultimative Entertainer. Also ich habe auch für dich gebusst. Das war wirklich so für mich halt, wo ich sagte, okay, das ist ein Signature Sound. Also wenn ich dich höre, dann weiß ich, okay, das ist James Boyle. Und ich finde zusammen, wow. Ich habe es genossen. Ich würde wahrscheinlich mit James gehen, aber das heißt nicht, dass wir das nicht super gemacht haben. Mir hat sehr gut gefallen, wie Dionysia und Christina das gesungen haben. Ich schließe mich der Meinung von Rhea. Ich würde, wenn ich die Wahl treffen müsste, so sehr ich das schätze, was ihr gemacht habt, mit James gehen. Christina und Dionysia, James hat diese Lebenserfahrung, hat natürlich auch diese musikalische Erfahrung und dem entgegenzustehen, den Mut zu haben, ne, dass ihr euch das auch traut und das auch mit so einer Überzeugung und auch mit so einer sympathischen Art und Weise. Das finde ich wirklich der Knaller. Und James, dass du die Mädels da so mitgenommen hast, ne, und dass ihr so als Team hier so auftretet, das finde ich, machen die Battles von The Voice of Germany aus, dass man was zusammenbringen kann, wo man vielleicht vorher denkt, dass es nicht zusammengehört. Und ihr habt den Gegenbeweis geliefert und das war schön. Vielen Dank. Ich mochte dieses Spiel, ne, zwischen Ray Charles, der sozusagen irgendwie Mist gebaut hat und Ärger kriegt von den Raylets. Die große Aufgabe war, aus euch beiden
süßen Twins die Evil Twins rauszuholen, ne? Also so richtig evil seid ihr nicht, aber ihr wart ein bisschen angepisst. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Und danke, James, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, jetzt wirklich über mehrere Proben die ganze Zeit angekeift zu werden von zwei Evil Twins. Ja? Also vielen, vielen Dank dafür. Und ich habe euch das abgekauft. Das war einfach eine coole Show, das war eine schöne Performance. Ihr habt es toll gesungen und genau das gemacht, was ich von euch wollte. Nämlich einfach ein super, super schönes, kurzweiliges Entertaining Battle hier auf die Beine gestellt hat. Vielen, vielen Dank. Leider musst du dich allerdings jetzt dann doch entscheiden. Ja, man kann euch natürlich wirklich absolut nicht vergleichen. Ihr seid Schwestern und ihr seid eins, wenn ihr auf der Bühne seid. Und das ist was ganz Besonderes. Ich glaube, das ist was, was man nicht mit einem anderen Menschen lernen kann, mit dem man irgendwie nicht so close ist, wie ihr das miteinander seid. Und hoffe, dass ihr das wisst, wie schön das ist, dass ihr das alles gemeinsam hier erleben könnt und auch weiterhin gemeinsam Musik machen könnt. Das ist was ganz Besonderes. Schätzt das mal ruhig. Und James, irgendwie, du bist ja quasi schon entertaining, ohne dass du überhaupt singst, quasi, ne? Ich hab dich ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, du bist sehr auf dieses rockige, Hardcore-mäßige, punkige so getrimmt. Und es hat sich aber entpuppt, dass du ein ganz schön versierter Sänger bist und auch ein Entertainer, der so eine Rolle in so einem Song geil annehmen kann. Also von mir größten Respekt. Dankeschön. Ich mach's kurz, ja? Ich gehe in die Sing-Offs mit James. James, herzlichen Glückwunsch. Du bist in den Sing-Offs! Dankeschön. Vielen Dank. Weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander. Vielen Dank, dass ihr beide heute da wart und diesen Moment hier für uns alle beschert habt. Das ist euer Applaus. Christina und Dionysia Gravou. Toll gemacht. Danke. Super gemacht. Und bester Durchlauf für mich. Okay.